Hallo, herzlich willkommen zu den Food und Agri News. Ich habe heute viele Themen für euch und deshalb fangen wir gleich an mit dem Newsflash. Delivery Hero verkauft sein Balkangeschäft an Glovo. Der deutsche Lieferriese Delivery Hero, der bis 2018 in Deutschland die Marken Pizza.de und Lieferheld betreute, hat sein Balkangeschäft an den spanischen Konkurrenten Glovo verkauft. Für 170 Millionen Euro. Delivery Hero hält jedoch selbst bereits 37% an Glovo. Fusionsgerüchte haben beide Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder dementiert. Oatly IPO schließt mit plus 18% am ersten Tag. 10 Milliarden Bewertung. Der Hafermilchhersteller Oatly konnte Ende Mai eine Knaller-IPO hinlegen und 1,4 Milliarden US-Dollar von Investoren einsammeln. Der Kurs schloss mit fast plus 20% am ersten Handelstag und damit einer Bewertung von über 10 Milliarden US-Dollar. Mögliche Mein-Müsli-IPO im Herbst. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters plant der deutsche Müsli-Händler noch einen Börsengang diesen Herbst. Dabei will er 100 Millionen Euro von Investoren einsammeln bei einer Bewertung von 250 Millionen. Dafür wurde scheinbar die Investmentbank Berenberg beauftragt. Reuters beruft sich dabei auf beteiligte Personen. Zahlen vom Gastgewerbe. Der Dehoga Zahlenspiegel zeigt einen Umsatzeinbruch von über 60% im ersten Quartal 2021. Laut Dehoga ist dem Gastgewerbe seit dem ersten Lockdown im März 2020 rund 60 Milliarden Euro an Umsatz entgangen. Aldi testet Unverpackt-Konzept im Vereinigten Königreich. Nahe der englischen Stadt Manchester startet die Discounterkette nun einen Versuch mit einem Unverpackt-Konzept. Vorerst aber nur mit Reis und Nudeln und auch erst in einer Filiale. Der Konzern hat schon 2020 angekündigt, die Anzahl seiner Plastikverpackungen in 5 Jahren halbieren zu wollen. Chefs Kulinar steigt bei Colex ein. Nach Bitburger, Krombacher, Rotkäppchen und Coca-Cola steigt jetzt auch der Lebensmittelgroßhändler bei Colex ein. Das Joint Venture bietet eine B2B-Plattform für Getränke an. Chefs Kulinar will sein Angebot nächstes Jahr auf die Plattform bringen. Gorillas startet in den USA. Am 30. Mai startet der Lebensmittellieferdienst sein Angebot in den USA. Vorerst aber nur in 2 Stadtteilen von New York. Gorillas ist das aktuell am schnellsten wachsende deutsche Startup und konnte sich vor kurzem schon 1 Milliarde Dollar als Bewertung sichern. Aktuell strebt das Unternehmen ein Investment in gleicher Höhe an, bei einer Bewertung von 6 Milliarden US-Dollar. Gorillas verspricht, Supermarktartikel in 10 Minuten an deine Haustür zu liefern. Beide Gründer haben das Unternehmen jedoch schon wieder verlassen. Milchbauern protestieren vor dem Bundeskartellamt. Ende Mai haben mehrere Bauern vor dem Bundeskartellamt protestiert. Trotz gestiegener Produktionskosten und erhöhter Preise auf dem Weltmarkt erhöht sich der Preis, den die Bauern für die Milch bekommen, kaum. Schon 2017 hat das Bundeskartellamt die Lieferbeziehungen der Molkereibetriebe zu den Bauern gerügt. Friesland Campina verkauft Russlandgeschäft an Ermann. Eins der größten Molkereibetriebe der Welt, Friesland Campina, verkauft sein komplettes Russlandgeschäft an das deutsche Unternehmen Ermann. Es werden alle 650 Mitarbeiter, die beiden Handelsmarken und die Molkerei in der Nähe von Moskau übernommen. Friesland Campina hatte bereits in der Vergangenheit eine neue Strategie in Drittmärkten angekündigt. Mein Thema der Woche ist die Expansion vieler Lieferdienste nach Deutschland. Die amerikanische Liefer-App DoorDash schreibt erste Stellen in Berlin aus. Bahnt sich da ein weiterer Marktantritt an? Seit dem Verkauf von Lieferheld und Pizza.de an den Marktführer Lieferando in 2018 leben wir in einem Quasi-Monopol, wenn es ums Bestellen von Essen per App geht. Lieferando hat seitdem viel Kritik für schlechte Arbeitsbedingungen der Fahrer und hohe Gebühren an die Restaurants bekommen. Und genau da sehen jetzt viele Anbieter ihre Chance. Volt aus Finnland, DoorDash und Uber Eats aus den USA. Auch das deutsche Delivery Hero, was seine Marken hier ja verkauft hatte, will mit Foodpanda wieder neu in Deutschland starten. Es bahnt sich scheinbar also wieder eine fette Schlacht um Marktanteile an. Und die Teilnehmer haben alle tiefe mit Investorenmilliarden gefüllte Taschen. Das heißt für die Restaurants auf kurze Sicht wahrscheinlich günstigere Gebühren. Für die Fahrer, dass sie heiß begehrt sind. Und für uns Kunden, dass wir bald wieder Werbung in allen möglichen Farben sehen. Bleibt nur die Frage, lohnt sich das? Allein Lieferheld und Lieferando haben damals Milliarden in den gegenseitigen Werbekrieg gesteckt. Die Margen sind dabei ziemlich gering und einen riesigen Apparat an Fahrern zu beschäftigen, ist vor allem teuer. Deshalb wollen viele bald auch andere Dinge als fertiges Essen liefern. Der nächste Schritt sind wahrscheinlich Supermarktartikel. Gorilla und Flink haben das schon vorgemacht. Wirklich profitabel wird es aber erst, wenn du in deinem Land Marktführer bist. Ob es den anderen Anbietern gelingt, Lieferando dabei vom Thron zu stoßen, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Ja, moin Leute! Ich bin Daniel von OneAgra und ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem ersten Fundstück der Woche. Zuerst mal möchte ich noch was zu OneAgra sagen. Wir sind eine kleine Gruppe von Leuten hier in Osnabrück. Wir gründen gerade eine neue Plattform. Das ist die OneAgra-Plattform und auf der sollen sich dann
so wie wir Interessierte an Food und Agrar zusammentummeln und gemeinsam an Lösungen und Ideen arbeiten und Probleme bearbeiten und sich einfach austauschen und Spaß haben. Was ich heute vorstellen möchte, bevor mein Computer hier ausgeht, weil ich so viel Blödsinn erzähle, habe ich gefunden auf agrarheute.de. Und zwar, da geht es um ein Studentenwohnheim und ich habe jetzt erstmal Studentenwohnheim und irgendwie Investitionen in Häuser jetzt nicht so gleich zusammengebracht mit Agrar, aber es geht bei dem Thema einfach mal um die Agrarwende. Wie kann sie eigentlich passieren? Welche Initiativen gibt es, um die Agrarwende nach vorne zu bringen und was wollen wir eigentlich von dieser Agrarwende? Wir haben ja mitgekriegt, dass die Landwirtschaft, die uns alle ganz wunderbar ernährt, in dem konventionellen Rahmen, in dem sie momentan ist, leider auch dabei ist, sehr viel von unserem Planeten zu zerstören. Und wir gucken alle danach, hey, wie können wir uns eigentlich jetzt zukünftig so aufstellen, dass wir auch langfristig unser Überleben sichern. Und genau dieses Studentenwohnheim, das nennt sich Be Free. Dort treffen sich, guckt euch das Bild mal an, Studenten. Ich glaube, da gibt es ungefähr so 60 Wohnungen, die da gerade entstehen oder ein bisschen mehr für Studenten, die dann käuflich erworben werden können. Und das ist eigentlich komplett aus Recycle-Material gebaut und es gibt Gärten in der Mitte, Bohnen und Erbsen hängen da überall rum, Gurken an den Wänden. Das ist ein ganz interessantes Projekt, was wir hier als Fundstück der Woche vorstellen wollen, was Wohnen und Anbau zusammenbringt. Ja, worum geht es im Speziellen? Es geht, glaube ich, vor allem um Bees, also Bienen. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Bienenstock, könnte man sagen. Vielleicht ist es aber auch, weil da Bienen auch mit, sagen wir mal, mitwohnen. Es gibt einen Imker, der sich darum kümmert. Und ich glaube, da werden mehrere Probleme gleichzeitig angegangen. Zum einen also das Wohnen an sich in recycelten Baustoffen. Bienensterben wird damit angegangen, weil die Imkerei direkt mit an Bord ist. Und die Gärten dann ganz regional und saisonal genutzt werden, um sich zu ernähren. So, also das sind gleich sehr, sehr viele verschiedene Themen, die in diesem einen Wohnheim angegangen werden und deswegen fand ich das so spannend, dass ich das hier heute einfach mal vorstellen wollte. Und ich würde mich freuen, wenn wir darüber vielleicht auch in Austausch kommen, was gibt es denn noch für Alternativen und Ideen, um die Agrarwende nach vorne zu bringen. Ich hoffe, dir haben die ersten Food und Agri-News gefallen. Wir streamen Mittwoch auch nochmal ab 18.30 Uhr. Wir haben zwei sehr spannende Gründer als Interviewgäste, zuschauen lohnt sich. Klickt dafür einfach auf unseren Twitch-Link. Unten in der Beschreibung findet ihr auch nochmal alle Themen mit Quellen und Text. Bis zum nächsten Mal!